Die friesische Volksgruppe als eine bekannte Sache in Deutschland? Das sollte uns interessieren. Wir haben nachgefragt bei Studenten der Humboldt-Universität unter den Linden in Berlin. Haben Sie schon mal was gehört von der friesischen Minderheit? Ja. Was wissen Sie darüber? Was stellen Sie sich da vor? Nicht viel, aber fällt mir nur Otto ein. Das ist alles. Und irgendwie friesische Sprache, eigene friesische Kultur? Ja, nur so beiläufig mal im Fernsehen gesehen vielleicht. Das war's aber auch. Also ich habe nicht viel dazu zu sagen irgendwie, deswegen. Studieren Sie hier in Berlin? Ja. Was studieren Sie? Amerikanistik. Haben Sie schon mal irgendwie was von der friesischen Minderheit gehört? Nee, noch gar nicht. Sagt mir nichts. Und können Sie sich irgendwas vorstellen? Friesische Kultur, Sprache? Also, na, vielleicht ist da auch eine Bildungslücke. Also muss ich sagen, hatte ich gar nicht in der Schule und weiß ich auch nicht. Kann ich Ihnen auch nichts zu sagen. Was studieren Sie? Ich studiere noch gar nicht. Ich will mich heute erst anmelden. Wofür denn? Für Kulturwissenschaften oder Politikwissenschaften muss ich mal gucken. Haben Sie schon was von der friesischen Volksgruppe in Deutschland gehört? Nein. Was stellen Sie sich unter friesischer Kultur, friesischer Sprache vor? Dass es eine nordische Kultur ist. Es gibt die Ostfriesenwitze, aber viel mehr Ahnung habe ich bisher noch nicht darüber. Was studieren Sie? Ich mache Jura. Friesische Minderheit. Ostfriesische Minderheit. Aha, das ist wäre also etwas, was Ihnen dazu einfällt. Ja. Was stellen Sie sich darunter vor? Was stelle ich mir darunter vor? Na, so ähnlich wie die Sorben. Sowas stelle ich mir darunter vor. Von den Sorben haben Sie schon öfter mal gehört? Und wenn man in der DDR groß geworden ist, hat man davon gehört, ja. Und von den Friesen, wenn man in der DDR groß geworden ist, hat man dann nicht unbedingt was. Nur die Witze. Die sind auch bis in die DDR gekommen. Bekanntheit könnte auch die Verfassung bringen. In der DDR waren die Sorben in Artikel 40 der DDR-Verfassung geschützt. Im Grundgesetz steht bis heute nicht ein Wort über Sorben, Friesen, Dänen sowie Sinti und Roma.